Damals war alles besser. Es geht in diesem Video nicht um Gesellschaftspsychologie oder all diesem Käse mit Nostalgie und allem. Nein, ich spreche über wahrhaftig greifbare Dinge aus der Medienbranche. Dieser Spruch, den man von vielen sehr konservativ eingestellten Menschen hört, aber auch von progressiv eingestellten Menschen, ich will da nichts sagen, dass damals alles besser gewesen sei, das hört man relativ frequent, ne? Also ich meine, klar. Ihr habt doch sicher diese Freunde im sozialen Kreis, die darüber diskutieren, ob Star Wars besser oder schlechter geworden ist, seitdem Disney die Marke gekauft hat. Ich meine, das ist eine ideologische Frage. Das ist ein Wertekonflikt, darüber spreche ich nicht. Das ist so wie Religion. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Filme kann man so bewerten, wie man möchte. Aber das, was tatsächlich feststellbar ist, greifbar, ist ein Qualitätsverlust in der Unterhaltungsbranche, in der Medienbranche aufgrund von dem steigenden kommerziellen Interesse und Erkenntnisse aus der Medienpsychologie, der Verhaltensforschung, der Konsumforschung. Es gibt ja viele Leute, die finden Jurassic Park wesentlich gelungener als Jurassic Park 2 oder 3. Ich stehe auf das Original. Alles, was danach kam, ist Abklatsch. Ich meine, wenn du mit dieser Einstellung einen Film ansiehst, dann hat der neue Film eigentlich ohnehin keine Chance, bei dir eine große innere Regung zu erzeugen, oder? Ich meine, er wird dein Herz nicht gewinnen. Wenn du aber vollkommen weltoffen da reingehst und den Film, also die Fortsetzung in einem Franchise, dann quasi als eigenen, separaten Film betrachtest, kann man sehr häufig zum Schluss kommen, okay, Fortsetzungen sind häufig optisch wesentlich besser, da sie ja danach gekommen sind. Das bedeutet, ein paar Jahre technische, filmerische Entwicklung später entstanden sind, das äußert sich natürlich in diesen Filmen. Wie kann es dann sein, dass deine Wahrnehmung häufig diejenige ist, dass der vorherige Film besser gewesen sein soll? Naja, Optik ist nicht alles, Technik ist nicht alles, Filme sehen heutzutage alle affengeil aus, aber Authentizität, das, was dir im ersten Film gefallen hat, findest du in Fortsetzungen sehr häufig nicht wieder. Warum? Überleg dir mal, was macht einen Film überhaupt erfolgreich? Eine erfolgreiche Story? Eine gute Vermarktung? Eine aufwendige Produktion? Was macht einen Film heutzutage erfolgreich? Ihr müsst euch vorstellen, ihr entscheidet euch, bei einem Kinobesuch für ein Produkt zu bezahlen, bevor ihr das Produkt überhaupt kennt, ne? Also ein Film gewinnt an euch, bevor ihr das Produkt überhaupt gesehen habt. Es gibt also gar keinen Grund für einen Filmproduzenten, einen Film zu machen, der dich zufriedenstellt. Er muss nur einen Film machen, der dich ins Kino lockt und dich zum Bezahlen animiert. Einen guten Film anzubieten wäre im Prinzip aus Augen eines gewinnorientierten Filmproduzenten ja völlig unsinnig. Wenn ich quasi das Ziel habe, möglichst viel Geld zu verdienen, wäre es für mich wesentlich schlauer, als Filmproduzent dir einen Film anzubieten, der mich möglichst wenig gekostet hat, wofür du aber trotzdem möglichst viel bezahlst. Das bedeutet, ich lege Wert darauf, dass ich eine möglichst breite Masse dazu animieren kann, den Film anzusehen. Für einen Filmproduzenten wäre es also wesentlich förderlicher, nicht dich als Fan bzw. dich als jemand, der sich vom Film begeistern lassen würde, zu erreichen. Nein, ich möchte möglichst alle Menschen, also möglichst viele Menschen erreichen, dass sie ein Kinoticket kaufen und danach erst mein Produkt sehen. Das bedeutet, aufgrund der Erkenntnisse aus der Medienwissenschaft, ich meine, die Medienwissenschaft ist nicht alt, die Medienwissenschaft ist relativ neu, die existierte vor 100 Jahren in dieser Form überhaupt nicht. Ich meine, durch die Erkenntnis in der Wissenschaft, also ich meine, Wissenschaft ist Bildung, Bildung ist alles, hat man sich in der Filmbranche die Sache ein bisschen verkackt. Denn dadurch, dass jetzt jeder Filmproduzent weiß, wie er viel Geld verdient, wozu sollte er sich dann dagegen entscheiden? Das bedeutet, es wird immer wichtiger in Zukunft, wie ein Film vermarktet wird und gar nicht, wie der Film wirklich ist. Es geht immer mehr darum, dass ein Film, bevor er quasi verkauft wird, möglichst viele Menschen erreicht und das den Appetit von möglichst vielen Menschen weckt. Ne? Und jetzt kommen Fortsetzungen ins Spiel. Bei Fortsetzungen hast du den Gewinn des ersten Teils bereits in der Tasche. Das bedeutet, du startest mit größerem Kapital. Das ist ja natürlich toll. Und du hast einen wahnsinnigen Marketingvorteil. Natürlich, der Film hat bereits einen Namen. Der Film war bereits einmal beliebt. Ich werde also mit einer Marke. Das bedeutet, dass ich
beim zweiten Film mir überhaupt keine Mühe geben muss, um was es überhaupt im Film geht. Ich profitiere ja von der Marke des ersten Filmes. Für mich als Filmproduzent wäre es also, wenn ich gewinnorientiert arbeiten würde, total dämlich, in den zweiten Film mehr Energie zu investieren als in den ersten. Bevor du ins Kino gehst, denkst du natürlich erstmal darüber nach, ist es sinnvoll, so viel Geld für diesen Film auszugeben? Bevor du tatsächlich bereit bist, so viel Geld zu investieren, möchtest du natürlich auf Nummer sicher gehen, dass das absolut keine falsche Investition ist, und dann schaust du dir ein bisschen was zu den Filmen vorher an. Irgendwelche Behind-the-Scenes, die auf YouTube hochgeladen worden sind, Trailer oder ähnliches. Da fällt einem häufig auf, dass Trailer heutzutage sehr häufig so produziert werden, dass sie beinahe den gesamten Film spoilern. Aus dem einfachen Grund: wenn im Trailer zu wenig verraten wird, nimmst du dem Zuschauer nicht die Unsicherheit, dass er sein Geld falsch investieren könnte. Er weiß ja gar nicht, worauf er sich einlässt. Ja, das ist ziemlich blöd, aber Konsumenten sind einfach. Studios damals, zu Beginn der Filmgeschichte, hatten ja vor allem, also auch Drehbuchautoren oder die Leute, die mit Herzblut an einem Film gearbeitet haben, die Motivation gehabt, einen großartigen Film zu machen, mit dem Film in die Filmgeschichte einzugehen. Irgendwann hat man dann festgestellt, dass die Filmbranche wahnsinnig gewinnbringend ist, und dann hat man natürlich investiert in eine Forschung, die ja positiv anzusehen ist, die aber dafür gesorgt hat, dass die Filmbranche sich negativ entwickelt hat. Man hat investiert in die Wissenschaft, herauszufinden, was Menschen wirklich sehen wollen. Irgendwann hat man dann festgestellt, nee, wir verdienen ja schon Geld damit, was Menschen zu glauben sehen zu wollen. Ne? Aufgrund dessen ist es natürlich für ein Filmstudio naheliegend, dass es Geld investiert in einen Film, der genau nach diesen Kriterien funktioniert. Wie locke ich den Menschen am besten zum Bezahlen? Es geht gar nicht mehr darum, Filmgeschichte zu schreiben. Das ist schade. Ich spreche natürlich nur von den gewinnorientierten Mainstream-Blockbustern. Es gibt da natürlich auch Ausnahmen. Es gibt auch innerhalb der Mainstream-Blockbuster-Ausnahmen. Ich meine, wenn es dir nur darum geht, Geld zu verdienen, dann machst du keinen Film. Natürlich haben diese Menschen Leidenschaft. Ne? Du könntest ja auf andere Art und Weise Geld verdienen. Es gibt viele Wege, auf dieser Welt Geld zu verdienen. Es gibt keinen Grund für dich, diesen wahnsinnig steinigen und auch beinahe unmöglichen Weg zu wählen, einen Film zu produzieren, der im Kino gezeigt wird. Ich meine, alle Leute, die da beteiligt sind mit unter anderem auch die Besten der Welt für diesen Job. Ganz klar. Deswegen hat jeder von denen eine gewisse Leidenschaft oder hat eine Leidenschaft mitgebracht, um so weit zu kommen. Klar. Und das soll auch geehrwürdigt sein. Aber es geht heutzutage nicht nur um Leidenschaft, und das merkt man immer wieder bei neuen Filmen. Wir befinden uns jetzt gerade in einer Zeit der kognitiven Wende. Das bedeutet, Menschen denken über ihren Medienkonsum nach und woher diese Medien kommen. Irgendwann gibt es doch so ein Authentizitätssiegel. Dieser Film wurde wirklich aus Liebe produziert und nicht aus Geldgier. Die Zuschauer wissen ja auch schon über die Tricks Bescheid, über wie der Markt funktioniert, und suchen sich gezielt Inhalte aus, die nicht gewinnorientiert wirken, die eine hohe Authentizität haben, um sich dann eben diese anzusehen. Das bedeutet, Indie-Filme boomen gerade. Ganz viele kleine Filme boomen. Natürlich sind es dann extrem viele Filmproduzenten, die da sich um die besten Plätze drängeln, weswegen der Vereinzelte dann trotz allem keinen großen kommerziellen Erfolg hat, aber diese kleinen Einrichtungen und auch dieses Mindset hält die wahre Kunst am Leben. Naja. Authentizität hat halt ihren Preis. Den bezahlen wir. Herzlichen Dank. Ciao.